Heute wieder keine Werbesekunden. Leider, leider. Aber das hält mich nicht davon ab, euch ein neues Video zu präsentieren. Also viel Spaß bei Mensch Marek. Moin, moin. Liebe Leute, liebe Zuschauer. Hier bin ich wieder. Euer Mensch Marek. Ich stelle euch jetzt mein neues Thema vor. Wieder ein Faktenvideo. Und diesmal sind es YouTube-Fakten. YouTube ist einer der beliebtesten Videoportale. Was man sucht, das findet man auf YouTube. Musik, Comedy, Unnötiges, Bildung, alles Mögliche auf YouTube. Nur YouTube hat auch einige Macken. Der erste Fakt zu Macken von YouTube ist, dass YouTube sich nur die beliebtesten aussucht. Jemand mit 1 Million Abonnenten, der wird öfters in der Startanzeige angezeigt bei YouTube, als jemand mit 100 Abonnenten. Wenn man ja zum Beispiel irgendwas eingeben möchte, sagen wir iBladi, da gibt es richtig viele Videos, da steht irgendwie iBladi der Kanal oder iBladi so und so wie ich das Video. Wenn man jetzt zum Beispiel Chris-Cross eingibt, da kommen Videos von Chris-Cross, aber nicht von dem Chris-Cross, den wir hier kennen. Muss man, wenn schon, richtig genau eingeben, Chris Cross erstes Video oder Chris Cross Battle Royale Teil 1 oder Chris Cross Top 5 Witze. Muss man richtig genau eingeben. Und Chris Cross muss mit C-H-R-I-S geschrieben werden und nicht so wie die anderen C-R-I-S-S. Und man muss es schon richtig korrekt schreiben, weil sonst findet man ihn nicht. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, falls ihr ihn nicht findet, guckt nach unten in der Beschreibung, da steht sein Link. Und jetzt der zweite Fakt zu den Macken von YouTube ist, wenn man die Monetarisierung abgeschlossen hat, dauert das Video hochladen viel, viel länger. Und ich frage mich, warum das so ist. Bevor ich die Monetarisierung abgeschlossen habe, brauchten die Videos nicht länger als 20 Minuten hochzuladen, egal wie lang die waren. 3 bis 4 Minuten, so 20 Minuten, ist eigentlich ganz in Ordnung, weil es noch hochgeladen werden muss und noch bearbeitet werden muss und so weiter. Aber seitdem ich die Monetarisierung abgeschlossen habe, dauert das Hochladen fast eine Stunde beim 5-Minuten-Video. Und ich frage mich, warum ist das so? Wäre echt nett, wenn ich mal eine Antwort drauf bekommen würde. Schreibt in die Kommentare, vielleicht kennt ihr euch da besser aus. Ja, um mehrere Fakten fahren wir momentan nicht ein. Vielleicht ist euch noch was bei YouTube aufgefallen. Falls ja, dann schreibt in die Kommentare. Und jetzt kommen wir wieder zu den Sprüchen. 3 Sprüche zum Thema Arbeiten. Und das ist mein erster Spruch. Du siehst doch, wie schnell die Fliegen fliegen kann. Und so schnell kannst du auch arbeiten, also gib Gas, Mann. Zweiter Spruch. Eine Ameise kann richtig viel heben. Warum kannst du das nicht? Streng dich an und bau mal ein bisschen auf. Das tut deinem Körper gut. Dritter Spruch. Im 18. Lebensjahr wird das Leben echt hart. Der wird geschuftet, da wird nur gearbeitet. Also kannst du auch mit 10 schon anfangen zu arbeiten. Ich werde übertreiben, aber je früher du anfängst, desto besser kommst du in den Einstieg. Also trau dich und komm, helf mit. Ja, das waren meine 3 Sprüche zum Arbeiten. Ich hoffe, die gefallen euch. So, und jetzt kommen wir zum Nebenthema. Was findet ihr besser, Fußball oder Handball? Ist beides fast das gleiche, nur dass man Fußball mit dem Fuß spielt und Handball mit der Hand. Für beides muss man richtig trainieren, Ausdauer braucht man dafür, ein Tor hat man, ein Torwärter. Aber was gefällt euch besser? Lieber mit der Hand werfen oder mit dem Fuß schießen? Schreibt es mir in die Kommentare und begründet es bitte. Was euch da so besser gefällt. Die Handballer würden sagen, ja Handball. Und die Fußballer sagen, ja natürlich Fußball. Ich bin total unparteiisch, ich mag beides. Aber ich möchte eure Meinung dazu wissen, also schreibt sie in die Kommentare. Und das war's mit Mensch Marek. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was euch bei YouTube noch auffällt, schreibt in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video.